Was sind denn das für komische Geräusche? Oh, ich will mich hier sonnen, Leute. Mann, nicht mal in Ruhe die Sonne genießen kann man. Mann, wo kommt dieser Lärm her? Hört ihr das auch? Au, das wird immer lauter. Hm? Ist das nicht hier Bexys Labor? Noch ein Stück. Was? Noch ein bisschen. Und fertig. Da, Leute. Lass uns mal klopfen. Brexy, mach die Tür auf. Komm schon, ich bin's, Jimmy. Jimmy, ich habe doch keine Tür mehr. Komm rein. Oh, das stimmt. Du hast ja keine Tür mehr. Und außerdem, was hast du da gemacht? Das waren voll die lauten Geräusche da. Erzähl schon. Ich hab was, ich hab ein kleines Experiment gemacht. Hast du das gehört? Ja, du hast gesagt, noch ein Stück. Und da waren komische Bohrmaschinengeräusche. Das war richtig merkwürdig. Jetzt sag schon. Ich weiß nicht, ob ich es dir verraten kann, Mann. Doch, mir kannst du alles anvertrauen. Ich bin dein bester Freund. Bester Freund. Und außerdem, ich war schon lange nicht mehr in deinem Labor. Das sieht richtig cool aus. Wow. Kannst du mir was von deiner neuesten Erfindung sagen? Bitte. Wenn du mir versprichst, nichts zu sagen? Naja, also meinen Zuschauern muss ich's zeigen. Aber ich sag's nicht Lumi, Schleimi oder Hanna. Ehrlich nicht. Okay. Leute, habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Brexy hat irgendwas von einer neuen Erfindung gesagt. Oh, ich bin richtig gespannt, was das sein könnte. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht hat er ja so einen neuen Muffin, der richtig lecker schmeckt, so Willy Wonka-mäßig. Jetzt komm schon, Brexy, erzähl schon, was hast du wieder getüftet? Okay, soll ich's dir zeigen? Was ist das denn für ein roter Knopf da? Das ist ein geheimer Knopf, oh Mann, kann ich dir wirklich vertrauen? Das ist ein Superheldenanzug, ich wusste es, Brexy. Oh, wie cool. Sei ehrlich, das ist der Iron Man-Anzug, oder? Sei ehrlich, ich will unbedingt der Iron Man sein. Was ist das denn dann? Pass auf. Und los. Hä? Brexy? Leute, könnt ihr Brexy sehen? Ich sehe ihn nicht mehr. Brexy, wo bist du? Ich höre ihn auch gar nicht mehr. Es ist so eine Piepstimme. Hä? Da. Mann, Brexy, Jimmy. Wo bist du gewesen? Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Ich habe dich gar nicht gefunden. Hä? Hier, probier es mal aus. Wie ausprobieren? Mach dich klein. Und wie mache ich mich wieder groß? Damit hier. Hä? Das ist rot und das ist schwarz, Leute. Habt ihr eine Idee, was damit passiert? Ich meine, Brexy habe ich halt gar nicht mehr gesehen. Okay. Leute, wenn ihr jetzt einen Like da lässt, dann werde ich es machen. Ich bin echt gespannt, was dann passiert. Vielleicht werde ich dann ganz riesig. Oh, ich werde einfach die ganze Stadt einnehmen. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt drücken. Ihr habt bestimmt schon geliked. 3, 2, 1 und zack. Hä? Jimmy? Hä? Leute! Leute, seit wann ist denn Brexys Labor so riesig? Und seit wann ist Brexy so groß geworden? Brexy, du bist voll groß und... Boah, schaut mal, Leute, wir sind einfach klein. Ha, pass auf, dass du mich nicht zertrittst, Brexy. Oh, Mann, wir sind viel zu klein, Leute. Wir müssen auf jeden Fall ganz schnell wieder groß werden. Aber was meinte Brexy nochmal? Wie geht das? Oh, wie geht das denn nochmal? Wie kann ich denn wieder groß werden? Er meinte rot. Jimmy, mach dich groß. Rot ist groß. Nein, rot ist klein war das. Schwarz war das, genau. Da bist du ja, Jimmy. Mann, gib mir das sofort wieder her. Ach, Mann, Brexy, du bist voll gemein. Ich will einmal Spaß haben, so wie du. Und auch ein Wissenschaftler sein, Mann. Geh jetzt raus. Naja, und das darfst du niemandem erzählen. Alles gut, Leute. Wisst ihr was? Wir werden mal hier uns verstecken. Und ich werde mal schauen, wo Brexy es versteckt hat. Ich glaube, er hat es in die Kiste da getan. Das ist irgend so ein roter Knopf. Was macht Brexy da? Er steht einfach nur rum. Ich glaube... Oh, wir müssen aufpassen. Weg
Weg hier. Und jetzt hier ducken, Leute, ducken wir runter. Ich glaube, er schießt sein Labor ab. Wir müssen da auf jeden Fall heute Nacht reingehen, Leute. Ich will wieder so klein sein. Dann kann ich nämlich bei Braxy seinem Haus eine kleine Base bauen unter seinem Bett. Haha, das wird richtig lustig. Oh, nein. Und abschließen. Oh, so. Oh, der Dusel hat echt abgeschlossen. Oh, sogar... Nein, das können wir mit einem Dietrich aufmachen, Leute. Das kann ich ganz einfach knacken. Das geht ganz einfach. Oh, yippie, wir werden auf jeden Fall diese Superheldenfähigkeit sowas von klauen, Leute. Das wird richtig cool. Aber es ist schon dunkel geworden. Wir müssen erstmal nach Hause gehen. Und ich brauche Werkzeug, weil ohne Werkzeug kann ich da nicht reingehen. So, wir sind erstmal zu Hause, Leute. Und ich habe hier doch noch irgendwo eine Pickaxe. Und ich habe auf jeden Fall noch eine Taschenlampe. Oh, die muss ich mir erstmal rausholen hier. Boah, Leute, ich habe eine Diamantenhacke und ich habe hier so eine, naja, ich wollte eigentlich eine Taschenlampe haben. Jetzt habe ich hier so eine komische Arbeitslampe. Naja, die wird's auch tun, Freunde. Hauptsache, wir haben Licht, wisst ihr? So, jetzt muss ich nur noch irgendwie versuchen, hier reinzukommen und schauen, dass Plexi mich nicht sieht. Der ist, glaube ich, schlafen. Wartet mal, ich hoffe, dass er schlafen ist. Wir müssen da mal kurz hingehen, Leute. Und... Ah, sehr gut, Braxy schläft. Wir werden sowas von Braxy pranken. Das wird richtig lustig. Schnell, Leute. Okay, das ist Braxys Labor. Wir müssen also... Ah, so, 1, 2. Können wir da schon durch? Und zack. Oh, wir sind drin, Leute. Wie cool. Hä? Was ist das für ein Alarm? Nein! Nein, das ist irgend so ein Alarm, Leute. Verdammt, wie kriege ich den aus? Oh, nein, ich muss mich beeilen. Nicht, dass Braxy gleich kommt. Oh, was sollen wir denn jetzt machen? Nix wie Hallo? Nein, er kommt. Ich muss auf die andere Seite raus. Und jetzt verstecken, Leute. Oh, oh. Ist hier jemand? Gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Braxy ist da drin. Oh, hoffentlich denkt er, es war ein Fehlalarm, Leute. Oh Mann, schon wieder ein blöder Fehlalarm. Ja, sehr gut, wir haben es geschafft, ey, wie cool. Wir haben die beiden Knöpfe bekommen und jetzt können wir uns gleich mega klein machen. Und wisst ihr, was wir da machen? Wir werden warten, bis Braxy wieder schläft und dann werde ich unter seinem kleinen Bett eine Falle machen und werde dann einfach so ein Mini sein und werde ihn einfach pranken und dann bin ich auch ein Superheld. So wie Ant-Man, der ist nämlich auch richtig klein. Okay, Leute, ich glaube, Braxy ist am Schlafen. Ich sehe... Oh, er ist nicht am Schlafen, er steht da. Ich hab Durst. Nein, er hat Durst. Ich muss mich klein machen, Leute. Jetzt. Oh, wir haben uns... Ey, das ist so cool, Leute. Wir sind einfach so richtig winzig. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall versuchen, irgendwie in das Haus reinzukommen. Aber als Winzling ist das echt richtig schwierig. Schaut mal, Leute, wie groß die Treppe ist. Können wir uns nicht irgendwie hier hocharbeiten? Na, wartet mal, Leute. Ich habe eine Idee. Das muss doch hier irgendwie klappen. Oh nein, hier unten klappt das. Vielleicht können wir uns... Wartet mal, ich habe eine coole Idee. Zack, Leute. So, und da vorne müsste, glaube ich, auch schon... Oh, ich kann es, glaube ich, schon sehen. Ja, wir sind genau bei Braxys. Leute, wir haben einfach einen Geheimgang zu Braxy seinem Haus gemacht. Wie cool. Okay, er wird denken, wir sind irgendwie Mäuse oder so. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo Braxy sein Schlafzimmer hat. Ich glaube, das ist direkt hier unten. Dann einmal hier hin. So, jetzt müssen wir uns hier hocharbeiten. Oh, nein. Wie geht das denn? Wir müssen hier hoch. Oh, Leute. Das ist gar nicht gut. Aufpassen. Oh, Leute, schaut mal. Wir haben hier einfach einen kleinen Tunnel gebaut. Von da drüben bis hierhin. Das hat richtig lang gedauert, aber wir haben es endlich geschafft. Oh, Braxy ist echt der beste Erfinder. Wir sind einfach Mini-Braxy. Oh, Leute, ich würde sagen, wir werden jetzt mal unter Braxy sein Bett, naja, eine kleine Falle machen. Oh, ich muss aber aufpassen, nicht, dass er aufwacht. Das wäre gar nicht gut. Oh, wenn er jetzt nämlich aufwacht, Leute, könnte er mich einfach so zertreten. Oh, nein, wir sind groß geworden. Oh, schnell wieder klein werden. Oh, hallo? Das war richtig knapp, Leute. Er hat uns fast gesehen.
Oh, hä? Pass auf, hey! Oh. Ich kann schwören, dass hier jemand war. Hallo? Nein, er hat mich fast zertreten, Leute. Das war. Er hat so große Füße. Oh, er hat einmal auf mir und dann war's das. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf den schwarzen Knopf machen. Weil sonst, naja, ihr wisst Bescheid, sind wir riesig. Und ich glaube, er geht in den Keller rein. Was macht er denn da? Okay, das ist unsere Chance, Leute. Eigentlich können wir uns jetzt groß machen und können jetzt den Prank machen. Yippie! Boah, Leute, schaut mal, was wir gemacht haben. Boah, wir haben einfach eine kleine Base unter Braxy sein Bett gemacht. Wie cool. Aber wo ist Braxy, Leute? Seht ihr irgendwo Braxy? Wir müssen... Ich habe ihn gesehen. Oh, wir müssen aufpassen, Leute. Wir müssen jetzt hier uns auf jeden Fall verstecken. Und ich würde gern eigentlich wieder groß werden. Wo ist denn jetzt? Nein, das kann nicht sein, Leute. Das gibt's nicht. Aber ich hab nicht mehr den schwarzen Knopf. Wo ist der hin, Leute? Was soll ich jetzt machen? Ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe, Leute. Habt ihr eine Idee, wo der schwarze Knopf sein könnte? Leute, ist vielleicht hier? Hä? Nein, hier ist auch kein schwarzer Knopf. Verdammt, nein, was soll ich denn jetzt machen? Oh, nein. Und Braxy wird mich bestimmt gleich sehen, oder? Oder wird er vielleicht das zumachen? Dann haben wir ein richtiges Problem. Ich muss auf jeden Fall hier die Base vergrößern. Schnell. Oh, ist da draußen, Leute. Wir müssen uns beeilen. Armer Braxy. Was heißt armer Braxy? Ich bin hier der Arme, Leute. Ich kann doch nicht mehr groß werden, obwohl ich eigentlich schon damals klein war. Aber eigentlich will ich jetzt endlich mal wieder groß werden, Leute. Oh, mein Prank ist gar nicht aufgegangen. Ich hätte echt nicht Braxy einfach die Sachen klauen sollen. Das war richtig dumm von mir. Macht das niemals bei euren Freunden. Habt ihr gehört? Auch wenn die richtig coole Erfindungen haben. Aber das ist nicht gut, das zu klauen. Deswegen bauen wir erstmal hier weiter. Und ich hoffe, dass Braxy jetzt nicht erfährt, dass ich seine Sachen geklaut habe. Wir müssen... Doch, ich muss ihm sagen. Braxy! Braxy! Braxy, hallo, ich bin... Hä? Nein, er geht zu seinem Labor. Nein, Leute, jetzt kommt alles raus. Oh nein. Und ich habe diesen schwarzen Knopf nicht mehr. Wie soll ich denn jetzt wieder groß werden? Was soll ich machen? Braxy, komm wieder zurück. Nein. Wir müssen uns irgendwie... bemerkbar machen, Leute. Ich muss hier so einen kleinen... Jemand hat meine Sachen geklaut. Nein. Nicht jemand. Ich war das, Braxy. Komm schon. Warte mal. Ich ruf Jimmy an. Ja, genau. Er muss mich anrufen, Leute. Es klingelt auch schon. Braxy? Braxy! Jimmy, ich habe ein Klingeln bei mir gehört. Bist du in meinem Haus? Oh, Braxy, ich bin's. Hallo, hörst du mich? Leute. Ja, ich höre dich, Mann. Ja, Jimmy. Komm zu deinem Bett. Komm zu meinem Bett. Komm los, schnell. Hier unten. Zu deinem Bett? Nein, okay. Hier, Braxy. Zu deinem Bett. Dein Bett, Braxy. Hier. Guck doch genau hin, Mann, du Dussel. Siehst du das nicht? Hier sind ganz, ganz, ganz viele Blöcke, die fehlen, oder nicht? Ich habe, glaube ich, eine Ratte zu Hause. Nein, das bin ich, Braxy. Das bin... Oh, Leute, er denkt, ich bin eine Ratte. Seit wann sind denn Ratten orange? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, was sollen wir jetzt machen, Leute? Wir stecken richtig in der Klemme. Braxy, ich bin keine Ratte. Hör mir doch mal zu. Ja, ich habe deine Erfindung geklaut. Aus Versehen, aber ehrlich. Oh Mann, werf es mir runter, dann werde ich auch klein los. Okay, du hast recht. So können wir es vielleicht schaffen. Komm schon. Meint ihr, er schafft das? Leute, er hat den Knopf. Ja, Braxy, ich sehe dich. Oh, wie cool. Jetzt bist du genauso klein wie ich. Bist du sauer, Braxy? Jimmy, ich hab dir doch gesagt, du sollst meine Erfindungen nicht anfassen. Ich weiß, das tut mir leid und außerdem wollte ich eh wieder groß werden und das mit deinem Bett tut mir leid, Braxy. Ich wollte... Was hast du denn hier gemacht? Oh Mann, ich wollte dich pranken. Mann, ich wollte cool sein. Ich wollte ein richtig cooler kleiner Racker sein. Aber ich hab ein Problem. Ich kann nicht mehr groß werden. Ich hab keinen schwarzen Knopf mehr. Hä?
Wie, du hast keinen schwarzen Knopf? Wo hast du ihn gelassen? Dann werde ich doch auch nicht mehr groß. Hä? Du meintest doch, ich soll dir den roten geben, damit du auch klein bist und mir helfen kannst. Du hast doch und bestimmt... Und wo ist der schwarze? Hattest du nicht einen Notfallknopf oder so? Braxy. Nein, das war mein einziger Knopf. Das ist nicht dein Ernst, aber was sollen wir denn jetzt machen? Wir sind hier unten gefangen, Leute. Jetzt sind wir... Nein, zu zweit auch noch klein. Oh, aber das ist richtig cool eigentlich. Das findest du cool? Wir kommen hier nicht mehr nach oben. Ja, aber das ist echt cool. Guck mal, wir können uns die ganze Zeit nach unten bauen. Bam, und dann nochmal, zack. Geht's da nicht okay, zu deinem und wie kommst Keller? Du jetzt hoch? Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir in deinem Keller irgendeine Möglichkeit, diesen schwarzen Knopf zu finden. Komm schon, Braxy, irgendwie kriegen wir das hin. Ja, genau, folg mir, Braxy. Los, 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 los. Mann, Jimmy, du hast ganz großen... ganz großen Ärger gemacht. Ich weiß. Ich glaube, wir sollten gleich da sein. Und komm schon, wo ist denn... Oh, oh. Braxy, wie tief ist eigentlich dein Keller? Er ist, richtig tief. Wenn wir da runterfallen, sterben wir. Hey, was ist denn das Graue jetzt? Nein, 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 nein. Leute, habt ihr eine Idee, wo der Keller sein könnte? Der muss doch irgendwo hier unten sein. Nein! Oh, Mann, wir müssen weiter runter, Braxy. Los, 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 beeil dich, beeil dich, beeil dich. Wir müssen okay, aber wenn wir nach unten gehen, wie kommen wir denn wieder rauf, Jimmy? Du hast doch bestimmt irgendwas in deinem Keller drin. Vielleicht den Notfallknopf oder so. Denk nach. Oh, es gibt keinen Notfallknopf, Jimmy. Oh Mann, was machen wir denn dann jetzt, Braxy? Wir sind hier alleine und keiner wird uns helfen. Geh weiter nach unten, los. Weiter nach unten? Okay, wie du meinst. Ich vertraue dir, Braxy. Du bist sicher, dass es da wirklich runtergeht? Weil die ganze Zeit kommt hier nur so braune Sachen. Und dein Keller ist eigentlich schön hell. Oh nein, nein, nein. Wir stecken ganz tief in der Klemme. Was ist denn jetzt hier los? Oh, pass auf, Braxy. Das ist hier irgendwo. Oh, 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 oh. Nein, Jimmy. Nein, nein. Was ist denn... Wir haben es geschafft. Siehst du das, was ich sehe? Das ist dein Keller. Und der ist richtig groß. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wir brauchen Wasser. Los. Hast du nicht Wasser irgendwo? Ja, dann können wir uns hier runterbauen. Komm schon. Oh Mann, bist du sicher? Ja, das wird 100% funktionieren. Jetzt mach hier Wasser hin. Los. Mann, Braxy, mach jetzt Wasser hin! Ja, warte doch, Mann! Oh, Leute, meint ihr, das geht klappt? Nicht. Ich hoffe, das klappt! Wie, das geht nicht? Oh, oh! Das geht nicht, Jimmy! Nein, 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 nein! Wow, Braxy, du bist der Beste! Das Wasser hat funktioniert! Du bist der allerbeste, Braxy! Oh, wie cool! Okay, jetzt müssen wir irgendwie noch eine Kiste aufkriegen. Wie war nochmal hier das mit der Kiste, Braxy? Vielleicht können wir... Oh nein, du hast die Kiste kaputt gemacht! Aber warte mal, wenn wir so die Kisten kaputt machen können, dann können wir bestimmt auch sehen, was da drin ist. Vielleicht ist da auch ein schwarzer Knopf drin. Komm schon, komm schon, komm schon! Mach Wieso alle auf! Wieso soll da denn ein schwarzer Knopf sein, Jimmy? Na, weil du bestimmt irgendwelche Zweitschlüssel hier unten hast. Ich kenne dich doch, du hast immer irgendwelche Plan Bs. Na, Braxy? Oder lüge ich etwa, Nein, ich habe hier bestimmt noch etwas, was uns helfen kann. Aber dann müssen wir alle Kisten jetzt mal aufmachen. Los! Okay. Oh, komm schon, Leute. Wir müssen alle Kisten hier aufmachen. Das kann ein bisschen dauern, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Mach du die nächste, Braxy. Und zack! Boah! Braxy! Das ist es! Das ist es, der schwarze Knopf. Ich wusste, du hast noch hier einen. Weißt du was? Ich werde mich jetzt groß machen. Hey, mach mich auch groß. Gib sofort her. Warte, ich muss doch zuerst groß sein. Ich bin eh schon winzig. Leute, ich werde jetzt groß dank eurer Hilfe. Wenn ihr jetzt alle ein Abo da lässt, dann gebe ich auch Braxy einen schwarzen Knopf. Versprochen. 1, 2, 3. Wow. Oh. Hä? Braxy? Braxy, du bist ja... Jimmy! Du bist so winzig! Gib mir den Knopf her! Braxy, warte doch! Du hörst dich voll niedlich an! Gib mir den Knopf her. Ey, hör auf damit! Hör auf, mich zu schlagen! Ansonsten werde ich auf dich drauf trampeln! Oh, oh, alles gut, ich gebe dir den Knopf! Hier, nimm schon! Hier, jetzt nimm ihn schon!
Ha? Du hast ihn wieder genommen, du Dussel. Jetzt nimm ihn, Brexy. Jetzt komm schon. Er ist so groß. Ich krieg ihn nicht. Ich krieg ihn. Jetzt hab ich ihn. Ja, Brexy, werd groß. Komm schon. Mann, du Dummkopf. Ah, tut mir leid. Und guck mal, du hast da oben jetzt so ein Wasserloch. Das sieht richtig cool aus. Das ist nicht cool. Das ist ein Leck. Mann, ich werde dich nie wieder in meinem Labor lassen. Was denn? Das hat doch voll Spaß gemacht. Und am Ende hat es trotzdem noch funktioniert. Und guck mal, das sieht doch kein Mensch. Ich habe da nur ein bisschen ein kleines Loch reingemacht. Weißt du was, Brexy? Hast du richtig Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Brexy, okay? Okay, Jimmy, aber halt dich fern von meinem Labor. Ja, okay. Oh, weißt du was, dafür sollen die Leute bei dir auch ein Abo dalassen. Dafür, dass ich deine Erfindung ausprobieren durfte. Das Jimmy! So gut. Was ist denn jetzt los? Leute, ich wollte meinen Kuchen essen, habe ich selber gebacken. Jimmy, mach die Tür auf. Ach, Brexy, was ist denn? Was geht's schon wieder? Du wirst mir nicht glauben. Du wirst mir nicht glauben. Was? Wer wird dir nicht glauben? Und was ist denn los, Brexy? Red Deutsch. Hast du schon mal einen Menschen gesehen, der aussieht wie ein Regenbogen? Nein, nicht, dass ich wüsste, weil Regenbogen ist in der Luft und Menschen sind hier am Boden. Das geht gar nicht. Ich habe einen gesehen, der ist hier neu in der Stadt. Ich muss ihn dir unbedingt zeigen. Ja, genau. Okay, dann zeig mir mal den. Und wenn du ihn mir zeigst, dann musst du mir Nintendo Switch geben, weil du lügst mich wieder an. Oh nein, das ist die Wahrheit. Komm schnell mit. Der sieht aus wie ein Regenbogen. Leute. Ich habe noch nicht gefragt, wie der aussieht. Ah, Leute, kennt ihr irgendwelche YouTuber, die aussehen wie ein Regenbogen? Also ich kenne keinen. Und wenn ihr einen kennt, schreibt es mal in die Kommentare rein. So, dann wollen wir doch mal schauen. Was ist los, Brexy? Da ist doch gar niemand. Da ist nur Niki. Niki, wie geht's dir? Was machst du hier? Hey, Jimmy, was machst du? Bist du aufgebraust? Ja, Brexy will mir was zeigen. Er meinte, es gibt einen Menschen, der vollkommen Regenbogen ist. Es gibt aber keinen. Ich bin doch der Neue. Ja, ich bin eben. Noch der Niki ist doch der Neue. Genau. Was redest du da? Aber hier, schaut doch mal da drüben hin beim Autohaus. Hey, Leute, seht ihr irgendwas? Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur Lumis Haus, das Hotel und das Riesenrad. Genau. Hä? Aber was ist das denn? Hä? Das ist irgendein Regenbogen. Ah, der hat ja voll die großen Augen. Oh, der ist wirklich bunt. Brexy, ich schuld dir, glaube ich, eine Switch, weil du hattest recht. Oha. Hab ich doch gesagt. Wie heißt der? Mein Name ist Bobby. Bobby? Wie heißt ihr? Ich bin Jimmy und das ist Brexy und das ist Niki da drüben. Nein, Niki. Ich bin Brexy, der Großartige. Oh, ich bin Jimmy, der Furchteinflößende. Ich bin Niki, der Furchtlose. Du machst mir nach, Niki, auf damit. Wo wohnst du, Bobby? Ich bin gerade neu in der Stadt angekommen. Oh. Ich wohne noch in dem Hotel. Ihr habt alle ganz schön coole Namen. Oh, ja, natürlich haben wir coole Namen. Boah, wie cool. Okay, Bobby. Du wohnst also im Hotel. Wenn du willst, kannst du ja bei mir im Keller wohnen. Da ist noch Platz. Das ist aber nett von dir. Ich gehe jetzt erstmal zur Schule. Das wird mir jetzt so komisch. Hey, bis später. Was ist denn mit Niki los, Leute? Weiß ich nicht, der ist einfach gegangen. Wollen wir vielleicht auf ein Spieli gehen, Bobby? Ich kann dir zeigen, wie man Ticken spielt. Du bist... Entstehen! Nein, ich glaube... Entstehen, ich krieg dich! Ich glaub, der Neue ist richtig gut in Ticken spielen. Und Brexy spielt auch mit. Boah, wir waren schon lange nicht mehr auf dem Spieli. Dann mal schauen, wie gut der ist, Leute. Und... Entstehen! Nein, ich werde hier hochspringen. Du findest mich niemals! Boah, wie schnell ich bin! Boah, Brexy, bist du runtergeflogen? Du bist... Au. Nein, Brexy. Wehe, du kommst hier hoch. Au. Okay, dann bin eben ich. Na, komm her, Bobby. Ich werde dich finden. Hä? Odi. Warte mal. Habe ich bei dir heute nicht geklingelt wegen der Schule? Du Dummkopf! Ich habe euch alle eingeladen und ihr spielt hier mit... Wer ist das denn? Das ist Bobby, der Neue. Tut mir leid, Odi. Ich habe vergessen, bei dir zu klingeln, weil der Neue... Der hat mich abgelenkt. Der hat voll die großen Augen. Der macht mir Angst, Jimmy. Aber der ist voll nett, ehrlich. Hallo, ich bin Bobby.
Siehst du, das ist Bobby. Und außerdem, oh, die ist doch voll cool, wenn wir mehr sind. Dann können wir zusammen alle Ticken spielen. Was ist denn? Dreh dich mal um. Was soll denn da sein? Da ist doch gar nichts. Was soll denn da sein, Odi? Guck doch mal ans Klettergerüst, du Dummkopf. Klettergerüst, Leute, seht ihr irgendwas am Klettergerüst? Ich sehe Braxy da oben. Nicht das Klettergerüst, das vorne. Oh, Leute, ich sehe es. Da ist ein Mädchen. Nein. Odi, du denkst jetzt nicht wirklich das, was ich denke, oder? Ich glaube, wir denken genau das, was wir denken. Nein, das ist doch... Oh, Braxy, das ist dieses Fan-Mädchen, was die ganze Zeit mit der herläuft. Oh, Bobby. Wo denn? Ich sehe doch niemanden. Da hinten, die versteckt sich da hinten. Bobby, halt die auf jeden Fall fern von der, die ist komplett durchgedreht. Oh nein, Braxy läuft doch schon hin. Nein, Braxy, mach das nicht. Hallo, wie geht's dir? Oh. Mir geht's gut. Ich hab gehört, dass Timmy dich vermisst hat. Hallo, Fangirl, du bist so hübsch. Hallo, hör Timmy. Auf damit. Ja, was willst du? Du bist der Beste hier. Ja, du riechst nach Parfüm. Das stinkt dir bis hierhin, Mann. Geh weg gib von ein mir. Küsschen. Nein, ich geb dir kein Küsschen. Odi, mach doch was. Gib doch Odi ein Küsschen. Gib mir ein Küsschen. Gib mir ein Odi ist verliebt. Nur Timmy. Nein, ich will das nicht. Odi ist verliebt. Verschwinde. Oh, Leute, ich glaube, die zwei wollen Zweisamkeit. Komm, lass das abhauen. Ach, verschwinde doch. Jimmy, wir sind ganz alleine. Ja, super Freundin. Danke, Braxy, du bist echt ein toller Freund. Oh, Mann, Leute, wenn ihr auch so gemeine Freunde habt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Aber wenn ihr coole Freunde habt, dann liked auf jeden Fall das Video. Und was willst du von mir die ganze Zeit? Ich will am Spiele mit meinen Freunden sein und nicht mit einem Mädchen. Ich möchte Händchen halten jetzt, komm. Händchen halten? Das kannst du vergessen. Weißt du was? Ich werde nach Hause gehen und am besten gehst du auch nach Hause. Weil, es ist schon, es ist zwar noch früh, aber für mich ist es spät. Ich muss schlafen gehen. Und weh, du verfolgst mich. Ich sehe das. Leute, die darf mir auf jeden Fall jetzt nicht wieder folgen, weil letztes Mal ist das voll eskaliert. Und ich habe Angst vor der, wir müssen schnell nach Hause. Und warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, die hat Geheimnisse, weil schau mal, die verfolgt mich die ganze Zeit. Und Leute, die einen verfolgen, haben bestimmt Geheimnisse. Wollt ihr auch wissen, wie das Leben von diesen Fanmädchen ist? Also ich will es auf jeden Fall wissen. Und deswegen werde ich nämlich heute alle Geheimnisse von diesen Fangirl herausfinden. Hä? Was schaust du mich hier an? Ich weiß, dass du hinterm Baum bist. Geh weiter. So, Leute, ich werde jetzt so tun, als wenn ich nach Hause gehe. Und da sind schon meine Freunde wieder. Oh, die sagt springen. Springen. Jimmy, was, was hast du mit der gemacht? Tu einfach so, als wenn ich mitmache. Odi sagt runtergehen. Runtergehen. Braxy ist raus. Braxy ist... Oh, Mann. Wohin schaust du denn, Braxy? Da, die beobachtet uns. Ja, alles gut. Das ist nicht schlimm. Okay, Odi, ich bin in der finalen Runde. Odi sagt, spring! Spring! Odi sagt, im Kreis drehen! Im Kreis drehen! Spring! Ich hab Bobby gewonnen! Wie cool, Leute! Odi, wollen wir vielleicht zu deinem Baumhaus gehen und ein bisschen Nintendo Switch spielen? Boah, das wäre eine richtig coole Idee. Kommt schon, Jungs. So, Leute, das Fangirl wird mir jetzt bestimmt wieder folgen. Dann mal schauen, was die hier so macht. So, Odi, hast du auch schon den neuen Fortnite-Skin? Hä, natürlich. Hast du auch die OG-Skins, Jimmy? Ich habe alle OG-Skins. Aber gibt's in Fortnite eigentlich auch einen Regenbogen-Skin? Ich weiß gar nicht. Keinen gesehen. Leute, ihr müsst mir jetzt helfen, Bobby und Odi. Ich habe nämlich einen Plan. Ich will alle Geheimnisse von den Fanmädchen herausfinden. Wenn ihr das irgendwo seht, das Fanmädchen, dann sagt mir Bescheid, okay? Okay. Aber sagt's ihr nicht. Das ist wirklich eine geheime Mission, Leute. Okay, da unten ist schon mal nichts. Wir sind hier auf dem Baumhaus von Odi. Das sieht auch ziemlich sicher aus hier. Wo kann die nur sein? Ich sehe sie auch. Leute, wir müssen uns unauffällig verhalten. Und
vielleicht macht sie dann irgendwas. Dann wird ihr langweilig und dann wird sie ihr normales Leben weiterführen. Mhm. Aber denkst du, die macht was, wenn wir dabei sind, Jimmy? Aha. Ich glaube, du musst alleine sein. Weiß ich nicht. Schau mal, die geht da unten lang. Oh, nicht das. Was macht sie denn da? Hm, wo ist sie hin, Leute? Ich kann sie nicht mehr sehen. Doch. Hä? Odi? Jimmy, siehst du das? Die hat irgendwas an meinem Baumhaus gemacht. Komm, lass uns runter. Lass uns mal runtergehen. Was ist da? Was kann da denn sein? Oh, wir müssen runtergehen, Leute. Los, 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 los. Hey, du schiebst mich nach unten, Odi. Geh runter, du Doofkopf. Jimmy, Jimmy. Was ist los, Brexy? Ich glaube, ich habe jemanden in deinem Haus gesehen. Hä? Das kann gar nicht sein. Wir sind doch alle hier und außerdem... Nein. Aber wie kann die denn von hier aus so schnell rübergelaufen sein? Das geht doch gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das war. Aber da war auf jeden Fall jemand bei dir zu Hause. Okay, lass uns mal alles hier durchschauen. Vielleicht ist hier irgendein Geheimweg von der. Weil Brexy, ich glaube nämlich, die hat Geheimnisse. Und die will hier alle Geheimnisse herausfinden. Hä? Und zum Geheimnis? Ich kenn ein Geheimnis. Welches denn? Welches? Jimmy ist verliebt. Oh, Jimmy ist verliebt. Du bist gemein. Dann gehe ich eben in die Ecke. Hä? Ich wollte hier in die Ecke gehen und... Schaut mal, Leute. Hä? Hä? Na, ich glaube, da ist ein Durchgang. Versuch mal, da durchzugehen, Odi. Oh. So? Ah, geht's da durch? Vielleicht ist sie hier durchgegangen. Hä, was ist da? Odi! Oh, lass mich, ich geh da nicht rein. Nein. Das muss es gewesen sein, Leute. Ich glaube, so ist sie zu mir nach Hause gekommen. Wow, ich hab das erste Geheimnis von ihr gefunden. Brexy, das ist ihr Geheimweg. Hm, so kann sie mich immer beobachten. Das ist voll gruselig. Wow. Hat sie etwa ein Geheimtunnelsystem? Ja, ich glaube schon. Aber das ist voll gruselig. Wir müssen weitergehen. Wo führt der überhaupt hin? Und warte mal. Was ist denn das hier für ein Raum? Schau mal, hier ist irgend so ein Keller. Aber von wem ist das der Keller, Leute? Habt ihr eine Idee, von wem das der Keller sein kann? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Bobby, ist das etwa dein Keller? Nein, leider habe ich nicht so einen coolen Keller. Brexy, ist das dein Keller? Das ist nicht mein Keller. Warte mal, ich hört mal nach oben. Ich gehe hier lang. Das ist der Keller von Hannah. Aber nein, Hannah hat auch Orangen gekauft. Aber warum hat sie einen Keller zu Hannas Haus? Das ist echt merkwürdig. Okay, lass uns mal wieder runtergehen, Leute. Das ist mir zu gruselig. Und außerdem führt der Weg noch woanders hin. Wo führt der hin? Wo führt der hin? Wo führt der hin? Brexy, wohin gehst du? Jimmy? Ja? Ich glaube, du solltest nicht hier lang gehen. Warum? Was ist denn da? Nein, tu das nicht. Geh hier nicht lang, auf gar keinen Fall. Doch, ich werde da durchgehen. Geh zur Seite. Nein, Jimmy, so. Nein. Ja, warte mal. Das kommt mir hier voll bekannt vor. Das sind doch meine Kisten. Brexy, komm da runter. Komm da runter, Brexy. Das sieht so aus wie mein Haus. Oh nein, Leute. Die hat mich wirklich ausspioniert. Wie gruselig. Oh, nicht ich das... Ich glaube, sie ist oben. Bist du sicher? Vielleicht finden wir noch ein Geheimnis von ihr. Brexy, ich werde nach oben gehen. Dieses Bett ist so bequem. Ich rieche Jimmy nämlich, aber wenn er wüsste, dass ich Spider-Man bin, dann würde er bestimmt eine Geschichte über mich erzählen bei seinen Freunden. Sie ist wirklich Spider-Man. Oh, wir müssen uns verstecken, Brexy. Sie ist Spider-Man. Das ist ein Spider-Mädchen. Oh, wie gruselig. Und jetzt ist sie bei mir zu Hause und oh, sie geht wieder nach außen. Oh, was macht die da? Hat die uns gesehen? Nein, die hat mich nicht gesehen. Aber hast du ihr Spinnenkostüm gesehen? Ich spinne doch nicht, oder? Ich bin eine Spinne. Was wolltest du sagen, Brexy? Sag schon. Willst du damit sagen, sie hat mehrere Geheimnisse? Sie hat mehrere Geheimnisse und mehrere Identitäten, Leute. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich auch nicht. Ich werd hier weggehen. Ich muss das Odi sagen. Ich muss ihn warnen, Leute. Odi! Odi, wo bist du? Odi! Hey, wo bist du denn rausgekommen? Ich habe hier auf euch gewartet, du Doofkopf! Odi, das wirst du mir nicht glauben. Mein Fangirl ist Spider-Girl. Wie cool ist das denn? Odi,
weiß, dass du verliebt in sie bist, aber das ist gruselig und ich will damit nichts zu tun haben. Außerdem, wo ist sie überhaupt hin? Ich glaube, sie fliegt hier rum mit ihren Spinnenweben oder so. Wenn ihr sie irgendwo seht, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Wo könnte sie sein? Ehrlich, Leute, und was habt ihr da eigentlich an? Was macht ihr denn da wieder? Wir spielen Zauberer, Jimmy. Zauberer? Was kann der denn überhaupt? Gar nichts. Das ist einfach ein Stück Holz. Ach, das ist... Warte, ich muss kurz was erledigen, Odi. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Ja, ja, viel Spaß bei euch, bei eurem Spiel da. Außerdem müssen wir noch die ganzen Geheimnisse von den Fanmädchen herausfinden, Leute. Und ich hab sie da hinten gesehen. Was macht sie schon wieder bei meinem Swimmingpool da? Da sind ganz viele Autos. Diese Autos schenke ich alle Jimmy. Was? Außer dieses hier, das gehört nämlich meinem Freund. Ihr wisst gar nicht, ich habe nämlich noch einen Freund. Aber Leute, Jimmy wird mein neuer Freund werden. Leute, das sind zwei Geheimnisse. Leute, das sind zwei Geheimnisse in einem. Sie hat einen Freund und will mir Autos schenken. Aber wer könnte denn ihr Freund sein? Also ich weiß, dass Odi in sie verliebt ist. Braxy mag keine Mädchen. Und Lumi eigentlich auch nicht. Oh, von wem könnte das der Freund sein? Ich weiß nicht, Leute. Aber das Auto sieht echt cool aus. Ich wünschte, ich hätte so ein Auto. Wo ist sie hingelaufen, Leute? Nein, ich finde sie nicht mehr. Nein, ich glaube, sie fährt zu ihrem Freund. Wir müssen auf jeden Fall hinterher. Los, schnell! Leute, da vorne ist das Fellmädchen. Aber warte mal, das ist doch Bobby. Wir müssen uns mal anschleichen kurz. Wartet mal. Was machen die da? Ist das etwa der Freund von dem Fanmädchen? Niemals, Leute. Bobby, ich finde es gut, dass wir jetzt die Stadt übernehmen werden. Ich bin froh, dass du jetzt neu dabei bist. Nein. Ja, das ist ein richtig guter Plan, den wir haben. Nein, das ist die Stadt übernehmen. Den Jimmy werde ich später nochmal braten. Was? Aber Leute, ich dachte, ich mag nicht kleine Jimmys. Aber ich dachte, das ist das Fan-Mädchen von mir. Es ist ja voll gruselig. Hat sie nicht gerade eben noch gesagt, sie will mir Autos schenken und so? Das ist ja richtig merkwürdig. Und warum lachen die beide da? Ich würde ja zu gern da reingehen, aber die darf mich nicht sehen. Weil sonst kann ich keine weiteren Geheimnisse herausfinden, Leute. Müssen uns kurz verstecken. Oh, oh. Hast du das gehört, Bobby? Was ist da? Nein. Irgendwas war hier, ja. Verstecken, Leute, die darf uns nicht aufspüren, das wäre gar nicht gut. Ah, das war die Kuh hier. Okay. Ja, genau, das war die Kuh, sehr gut. Oh, Leute, ich habe sie jetzt weiterverfolgt und es ist schon wieder hell geworden. Und sie geht schon wieder zu meinem Haus. Was macht sie denn da? Oh, wir müssen aufpassen, Leute. Jetzt müssen wir wirklich ganz vorsichtig sein. Sie ist direkt... Was ist das denn? Hä, was macht die denn da? Die soll mal Deutsch reden. Ich verstehe kein Wort davon. Was macht sie da? Odi, hör auf, was macht ihr denn da? Ihr habt mich erschreckt. Mann, ihr habt mich voll erschrocken. Schaut mal. Wen höre ich hier? Hey, ich bin's. Und was machst du hier? Was soll das zu komischen Kerzen sein? Was ist das? Jimmy, du bist in die Falle gezappt. Du gehörst jetzt mir, deine Seele. Gruselig. Ich bin die böse Hexe. Was? Ich wusste gar nicht, dass sie eine Hexe ist. Oh, sie hat irgendwelche Fähigkeiten. Ich wusste doch, dass die verrückt ist, Odi. Die ist verrückt drin. Die ist richtig verrückt. Nein, das waren viel zu viele Geheimnisse. Das waren viel zu viele Geheimnisse über das Fango, Leute. Oh, was ist hier passiert, Leute? Wo bin ich? Und warum ist hier alles weiß? Und warum ist denn neben mir ein Arzt da? Leute. Hey, mein Sohn. Leute, wie sehe ich denn aus? Ich bin ja komplett klein und ich habe einen Schnuller im Mund. Was ist das denn? Wo bin ich hier? Hier sind überall irgendwelche Spielsachen. Freut mich, mein Sohn. Papst, bist du das? Ich bin's, dein Papa. Leute, ich glaube, das ist wirklich mein Papa. Und ich glaube, ich wurde gerade eben erst geboren. Wie cool. Ich bin wieder jung. Oh, yippie. Aber wer ist denn... Okay, Herr Papa von Jimmy. Dann ist die Arbeit erledigt. Dann gehe ich jetzt erstmal runter. Und Jimmy, aufpasst. Ja, sonst kriegst du eine Spritze in dein Popo. Ich will keine Spritze in mein Popo. Niemals, Leute. Wenn ihr Spritzen auch nicht mögt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wer mag denn schon bitte schön Spritzen? Die sind eklig, aber wer ist das Mädchen da hinten? Das...
Das ist voll jung, so wie ich. Jimmy? Ja? Das ist das Fangirl. Du musst heute mit dem Fangirl die ganze Zeit spielen. Ich muss mit einem Mädchen spielen? Ja. Oh nein, ich will nicht mit Mädchen spielen. Ich verstehe die doch nicht mal. Guck mal, wie jung die ist. Die kann nicht mal richtig reden. Och, nein. Och, ich habe schon genug mit diesen Fangirl gemacht und jetzt bin ich auch noch so ein kleiner Knirps und muss mit... Oh, ey, das meinte ich nicht so. Jetzt hast du sie zum Wein gebracht. Das meinte ich nicht so. Hey, tut mir leid. Och, nein. Oh, weißt du was? Ich werde zum Spieli gehen. Genau. Das Fangirl kann ja mitkommen, wenn es unbedingt sein muss. Leute. Super. Kümmer dich schön um sie. Hau. Komm mit und werd schnell erwachsen. Ich will nicht für immer so klein bleiben. So klein ist voll doof. Da kannst du gar nicht Auto fahren und so. Oh, Leute, guckt mal, ich habe sogar eine Windel an und... Hä? Es ist hell geworden. Yippie! Endlich ist es mal hell. Und ich will auf jeden Fall auf ein Spieli gehen. Oh, das Fangirl nervt, Leute. Die folgt mir überall hin, egal was ich mache. Oh, ich will nicht Ticken spielen. Bleib stehen, Tobis. So. Oh, ich habe vergessen, dass das ein Mädchen ist, Leute. Die mögen das nicht, wenn man... Naja, wenn man... Oh, wenn man ein bisschen härter ist. Oh, ich habe gar nicht so hart gemacht. Odi! Hey, was hast du mit dir gemacht, Jimmy? Nix, Odi. Ich kannst du mich vielleicht wieder normal machen? Ich will nicht so klein sein. Das ist voll doof. Du bist ja... Voll das Baby, ich hab gar keine Ahnung. Ja, Niki, ist... guck mal, Jimmy ist einfach ein Baby. Und da ist das Fangirl. Nicht witzig, oh nein, Leute. Das verrückte Fangirl wieder? Ach ja, das verrückte Fangirl. Und die ist diesmal voll jung. Schau mal, wie die aussieht. Die hat sogar einen Schnuller da im Mund. Haha, wie cool. Du doch auch, Jimmy, du Baby. Jimmy ist ein Baby. Nein. Du bist ein Baby. Ich habe auch einen Schnuller im Mund. Oh nein, Leute, ich will den loswerden. Aber wenn das ein Fangirl ist, vielleicht macht sie dann meine Hausaufgaben. Oh, das müssen wir erstmal abklären mit ihr. Fangirl, wo bist du? Hm? Ja, ich weiß, du magst mich richtig, stimmt's? Du weißt doch, wir gehen doch bald in die Schule, stimmt's? Würdest du meine Hausaufgaben immer für mich machen? Bitte. Hat sie gesagt, darf ich? Leute, natürlich darfst du. Du darfst alles machen, ehrlich. Macht sie einfach nur gut. Leute, so ein Fangirl zu haben ist anscheinend richtig gut. Die macht einfach meine ganzen Hausaufgaben. Wie cool ist das denn? Aber vielleicht sollten wir erstmal wachsen oder so. Aber wie wachsen wir hier? Ich weiß nicht. Ich muss Odi fragen. Odi? Odi. Was ist los, Jimmy? Odi, ich will erwachsen werden. Wie kann ich wieder größer werden? Sag schon. Vielleicht musst du einfach dein Leben so leben wie immer, Jimmy. Also du meinst zur Schule gehen, Fortnite spielen, Galaxy Skin. Genau. Okay, wenn du meinst, dann werde ich erstmal Fortnite spielen. Yippie. Oh, ja, Leute, lass uns nach Hause gehen und eine Runde Fortnite zocken. Das macht am meisten Spaß, vor allem wenn man jung ist. Da hat man so viel Zeit. Oh, komm schon, ich will nach Hause. Ich will Fortnite spielen. Yippie. Leute, ich glaube, ich bin der erste Einjährige, der ein eigenes Zuhause hat. Wie cool. Los, lass uns reingehen. Wer hat denn die ganzen Kinderwagen hier reingemacht? Hast du etwa die ganzen Kinderwagen reingemacht? Mann, mach die hier weg. Ich bin kein kleiner Knirps. Außerdem will ich jetzt Fortnite spielen. Entweder spielst du mit oder du kannst gehen. Ich bin müde. Müde? Ich werde hier sicher nicht mit dir schlafen. Ich werde oben schlafen und... Oh, die ist schon eingeschlafen, Leute. Na gut. Eine Runde Fortnite geht schon, Leute. Let's go. Hoffentlich kriegen wir eine krasse Runde. Aber ich bin schon müde, Leute. Ich leg mich oben schlafen. Oh, kleine Babys müssen echt viel schlafen. Oh, jetzt weiß ich wieder, warum das so nervig war, klein zu sein, weil man so viel schlafen muss. Oh, ich fall gleich um, Leute. Ich muss mich ins Bett legen. Oh. Oh nein, lass mich los. Ja? Ich sag Leute, das Jimmy. Ich bin gerade aufgewacht. Hey, was ist da los? Und ich bin größer geworden. Wie cool. Fangirl?
Leute, da fehlt irgendwas. Oh, mein Bett ist kaputt gegangen. Aber warum? Was könnte das sein? Wo ist denn jetzt das Fangirl hin? Oh, und jemand hat das Glas kaputt gemacht. Ich glaube, jemand ist hier eingebrochen. Leute, ich brauche eure Hilfe. Irgendwie vermisse ich das Fangirl. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie war die auch ganz nett. Wir schauen mal draußen. Vielleicht finde ich sie irgendwo hier. Hallo, Fangirl. Da vorne ist Niki, Leute. Aber noch kein Fangirl. Und ich höre sie auch nicht mehr. Fangirl? Vielleicht ist sie bei Odi. Vielleicht hat Odi irgendwas gesehen, Leute. Los, schnell zu Odi. Odi, mach die Tür auf. Komm schon, Odi. Mann, meine Tür ist doch immer offen. Komm rein, du Doofkopf. Odis Tür ist immer offen? Na gut, dann gehen wir eben rein, Leute. Odi. Da bist du ja. Hast du irgendwas gerade eben gehört oder so? Warte mal, du bist wieder normal, Jimmy. Ja, das stimmt. Ich bin gewachsen und ich fühle mich richtig groß. Aber das Fangirl ist weg. Ich wollte mit ihr heute Fortnite spielen und ich finde sie nicht mehr. Ja. Was ist denn passiert, Jimmy? Ich bin aufgewacht und habe Schreie gehört. Lass mich in Ruhe. Und dann ist sie weg. Denkst du, sie wurde entführt, Jimmy? Ich weiß nicht. Das kann sein. Aber wer könnte denn ein Fangirl entführen? Vielleicht mein... Wenn ich hier war, Jimmy, und du zu Hause warst... Dann könnte Brixi. Das doch noch einer sein. Du hast recht, das war bestimmt Brixi. Ich muss zu ihm. Danke dir, Odi. Oh, Leute. Vielleicht hat Brixi mein Fangirl entführt. Och, ich vermisse sie. Sie wollte doch meine Hausaufgaben machen. Mann, ich hätte noch voll viel vorgehabt mit ihr. Ich hätte sogar machen können, dass sie meine ganze Wohnung putzt. Das wäre voll lustig. Aber ich glaube, ist Brixi überhaupt zu Hause? Meinst du, Brixi ist zu Hause? Brixi, wo bist du? Was macht ihr denn so? Was ist denn? Warum schreit ihr? Brixi, da bist du ja. Hast du mein Fangirl gesehen? Ich war ganz klein und so und bin jetzt schon ein bisschen gewachsen. Die kleine Verrückte, die dich so mag? Ja, die so durchdreht immer. Nein, ich war die ganze Zeit mit Niki. Stimmt's, Niki? Nein, das stimmt nicht, Brixi. Du lügst mich an, was? Du Fiesling! Sag mir sofort. Aber ich glaube, ich weiß, wo das Fangirl ist. Ich habe die vorhin da auf dem Dach gesehen. Da oben. Jimmy, Dach. Jimmy, im Fernglas. Okay, warte kurz, Niki. Was ist los, Brixi? Odi, komm. Was denn? Nein, Niki nicht. Warum soll Niki nicht rein? Ich war mit Niki gerade und er meinte, ich bin kurz weg. Und jetzt tut er so, als ob ich nicht mit ihm war. Willst du sagen, er hat vielleicht mein Fangirl entführt, aber warum sollte er sowas machen? Das macht man nicht. Er ist der Neue hier. Du hast recht, er ist wirklich der Neue hier. Vielleicht hat er wirklich mein Fangirl entführt. Leute, wir müssen unbedingt sie wiederfinden. Wisst ihr was? Wir werden einfach nach ihr suchen und wir werden Niki befragen. Hast du nicht so einen Lügendetektor, Brixi? Du hast recht. Niki? Ja. Kannst du kurz kommen? Komm mal, Niki. Das ist wirklich super cool, dass du da bist. Sag mal, was ist deine Lieblingsfarbe? Grün oder rot? Rot. Oh, das trifft sich gut, Leute. Wenn er nämlich wirklich rot mag, dann wird er nämlich nicht die Wahrheit sagen. So, Niki, jetzt werden wir erfahren, ob du die Wahrheit sagst oder nicht, weil ich will mein Fangirl wieder haben, weil ich glaube, wir werden bald erwachsen sein und ich weiß nicht, was passiert. Ich würde nie sowas tun. Setz dich jetzt dahin, los. So, du machst das schon, Jimmy. Ich warte draußen. Ihr seid voll fies. So, ich werde dir jetzt 3 Fragen stellen, Niki, und du wirst mir alle beantworten. Hast du verstanden? Aber danach seid ihr wieder lieb zu mir. Ja, wir werden lieb zu dir sein. Odi kontrolliert das Ganze und Brixi auch. Okay. Deine Lieblingsfarbe, was ist die? Rot oder grün? Ist deine Lieblingsfarbe grün? Nein. Leute, es hat rot geleuchtet. Nein, es hat doch grün geleuchtet. Ich bin nur farbenblind. Okay, du hast die Wahrheit gesagt. Okay, hast du heute mein Fangirl gesehen? Sag die Wahrheit. Ja. Wieder grün, du sagst also wirklich die Wahrheit. Okay, jetzt die finale Frage. Hast du, Niki, mein Fangirl entführt? Sag die Wahrheit. Nein. Gr-
grün. Er sagt die Wahrheit. Leute, er war's nicht. Ich lass ihn wieder raus. Oh, irgendjemand anderes muss das Fangirl entführt haben. Wer könnte das gewesen sein? Jimmy, überleg doch mal. Das ist dein Fangirl. Du hast recht. Vielleicht hat sie das inszeniert. Genau. Vielleicht ist sie einfach weggerannt, damit du ihr endlich Aufmerksamkeit gibst. Aber dann müsste sie sich doch melden oder so. Warte mal. Ich schau mal auf mein Handy. Ich hab ne Nachricht bekommen, eine Sprachnachricht. Warte. Ich werde die auf laut machen. Oh. Komm schon, lass sie abspielen. Warte, jetzt habe ich auf Play gedrückt. So, mal gucken, was kommt. Jimmy, ich muss dir was gestehen. Hm? Und zwar habe ich ein Verhältnis mit Udi. Was? Ah, sie hat ein Verhältnis. Ah, du Fiesling. Du, ich wusste, du hast was damit zu tun, Odi. Ey, Jimmy, das stimmt nicht. Sie lügt wirklich. Ich hab Kopfschmerzen. Ich muss mich hinlegen. Aua, mir geht's nicht gut, Leute. Ich hab ganz dolle Kopfschmerzen. Oh, Leute, ich hab so Kopfschmerzen. Ich muss mich hinlegen. Mir geht's nicht gut. Oh, ruf deinen Arzt. Ruf deinen Arzt. Oh, Leute. Boah, ich bin ja riesig. Jimmy, du bist gewachsen auf einmal. Was? Du hast uns richtig das Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst schon. Was denn? Du warst schon abgenippelt. Das wird niemals passieren, Odi. Und guck mal, wie groß ich bin. Boah, und ich fühle mich so stark. Ich könnte euch alle umarmen. Aber wo ist das Fangirl? Ich habe Angst, dass du irgendwas damit zu tun hast, Odi. Ich weiß, dass die Sprachnachricht an dich gerichtet war. Ich hab nichts mit dem Fan. Nein. Was war das? Habt ihr das gehört? Das war doch. Ja, das klingt nach einem Mädchen, Odi. Oh, Junge, ich hab's gehört. Weiß ich nicht. Sucht überall. Kommt schon. Nein, da drüben ist jemand. Ich lauf hoch. Nein, hier, Leute, ich hab sie gefunden. Bleib sofort stehen. Ich dachte, du wurdest entführt. Du Lügnerin! Genau! Das war nur ein Prank, Jimmy. Ein Prank? Ich wollte gucken, was du alles für mich machst. Und als ich gehört habe, dass der blöde Odi mir auf die Schliche gekommen ist, habe ich sowas Blödes gesagt. Das ist nicht witzig. Ich habe mir Sorgen gemacht wegen dir. Eigentlich. Du bist so groß. Nein. Eigentlich mag ich. Hör auf damit! Ich will wieder klein sein. Das ist viel besser. Und du sollst auch wieder klein sein. Wobei, eigentlich kannst du so sein, wie du bist. Sei einfach nur weg von mir. Ich will nichts mehr von dir wissen, Fangirl. Wollen wir nicht zusammen Fortnite spielen? Ich hab den Iconic-Skin. Niki, willst du nicht was mit ihr machen? Ich will langsam nichts mehr von der wissen. Ehrlich. Nee, die bleibt bei dir. Was ist mit dir? Nein, die gehört dir, weil ihr wart blöd zu mir. Schnell, lass weglaufen. Ja, komm schon, Niki. Siehst du, was du angerichtet hast, Fangirl? Jetzt wollen meine Freunde nichts mehr mit mir zu tun haben. Das ist mein Baumhaus. Ich bin immer hinter dir. Ja. Egal, ob gut oder schlecht. Und wenn wir so gute Freunde sind, dann hätten sie auf jeden Fall hinter dir gestanden. Ja, und ich stehe immer hinter dir. Wirklich? Auch wenn ich richtig viel Ärger krieg, stehst du dann auch hinter mir? Für immer und ewig. Weißt du, es gibt ein Sprichwort. Alles hat ein Ende, nur die Liebe zu Leute, aber sie hat gesagt, sie wird immer hinter mir stehen. Das ist doch perfekt. Wir können doch einfach ein paar Dias klauen, Leute. Und schieben alles auf sie. Wir werden einfach ein paar Diamanten klauen, Leute. Und wisst ihr was? Da sie eh hinter mir stehen wird, wird sie ja eh für mich, denke ich mal, aussagen. Ich plane heute Nacht was. Aber du darfst nicht wissen, was. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Okay, tschüss, Schatz. Warum sagt die sowas, Leute? Ich werde jetzt mal schnell zum Shop gehen und werde mir ein paar Diamanten nehmen. Und wenn sie wirklich hinter mir steht, Leute, soll ich mit ihr zusammenkommen? Schreibt das mal in die Kommentare, aber eigentlich will ich es nicht. Leute, ich werde da jetzt einfach einbrechen. Da drüben kommt das Fangirl, Leute. Ich sehe sie durch das Fenster. Nicht, dass sie mich beobachtet, aber ich muss es machen. Odi, das ist hier dein Laden, stimmt's? Nein, das ist Hannas Laden, aber ich arbeite vorübergehend hier, Jimmy. Was willst du? Der Laden hat geschlossen. Ja, alles gut. Ich will mich hier nur ein bisschen umsehen.
Du kannst okay, ich vertraue dir, Jimmy. Ja, super. Oh, Leute, hier ist meine Nintendo Switch. Oh, ich habe die einfach mitgenommen. Wie cool. Ich würde jetzt auch wieder gehen, ja? Hey, warte mal, Jimmy. Ich hab's genau gesehen, du Doofkopf. Du hast die Switch geklaut. Gib die wieder her. Hab ich gar nicht. Ich werde jetzt einfach hier rausgehen. So. Nein. Polizei. Nein, der Alarm ist angegangen, Leute. Oh, das gibt richtig Ärger. Ich glaube, die Polizei kommt gleich. Nein. Aber das Fangirl hat mich beobachtet und hat alles gesehen. Verdammt. Ich brauche die doch als Komplizin. Hä? Hey, was ist hier passiert? Sind Sie etwa der Polizist? Odi hat mich angegriffen. Das stimmt gar nicht. Ich habe den Safe-Knopf gedrückt. Der Jimmy hat eine Switch geklaut. Nein, das stimmt nicht. Ich habe alles gesehen, Herr Polizist. Ja, und ein gut, Mädchen Leute. Würde niemals lügen. Oh, sehr gut. Siehst du, Odi, ich habe eine Zeugin und das ist mein Fangirl. Sie war gar nicht dabei, Herr Polizist. Oh, doch war sie. Und jetzt sag, was passiert ist, Fangirl? Komm schon. Also, ich habe gesehen, dass Jimmy das hier klauen wollte und Odi hat ihn angegriffen. Hallo, was sagst du da? Nein! Also hat er doch geklaut. Jimmy, du musst jetzt dafür ins Gefängnis. Ich will nicht ins Gefängnis, Leute. Ihr müsst ihr müsst alle liken und abonnieren. Erst dann komme ich hier wieder raus und werdet wieder normal, Leute. Nein, Herr Polizist, Sie können das nicht schon. Nein. Ins Gefängnis! Ich gehe ja schon. Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass das so endet, Leute. Wir sind einfach von einem Baby zu einem. Ich glaube, das war's gleich mit uns. Oh Mann. Gib mir rein hier und gib mir die Switch zurück. Ja, ich geb dir die Switch. Hier hast du sie, Odi. Blöd, Mann. Mann, ich gehe ja schon rein, Leute. Oh, Leute, ich fühle mich so, als wären 50 Jahre vergangen. Hä? Was ist mit meinem Gesicht passiert? Du darfst jetzt raus. 50 Jahre Strafe reichen jetzt. 50 Jahre wegen der Switch? Was soll das denn? Ja, das sollte eine Lehre sein. Hi, Jimmy. Ich habe 50 Jahre auf dich gewartet. Was? Wirklich? Oh, du siehst, du hast dich echt gut gehalten. Weißt du was? Wir sollten unsere Liebe festigen. Wie wär's, wenn wir einfach heiraten? Das ist das schönste Geschenk. Das ist das beste Geschenk. Können Sie unser Trauzeuge, unser, Sie wissen schon, dann würde ich heiraten. Das machen wir jetzt sofort. Gehen Sie mal beide hier rein. Nein, ich will das hier draußen machen. Kommen Sie, können Sie das nicht machen für uns? Natürlich mache ich das jetzt. Jimmy, so süß. Möchtest du? Jimmy, möchtest du Fangirl heiraten? Was ist denn jetzt mit dem Polizisten los? Ja, natürlich will ich. Danke, möchtest du Jimmy heiraten? Ja, ich möchte. Mit mir verliehene Kraft des Amtes, des Oberstaatsbürgerschafts, nenne ich euch jetzt Mann und Fangirl. Leute, ich weiß nicht, ob das gut war, aber mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich werde jetzt draufgehen, Leute. Ihr müsst abonnieren und liken, sonst war's das mit mir. Und checkt gerne die anderen Videos ab und meine Freundin in der Videobeschreibung. Tschüss.